Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie, willkommen auf meinem YouTube-Kanal und ich habe für euch jetzt ein neues Video vorbereitet und es soll diesmal gehen um analoge Fotografie und zwar insbesondere um diese Kamera, um die gute alte Hasselblad. Ich habe bereits in der letzten Zeit, vor ein paar Monaten, schon mal ein Video gedreht, wo ich alles Mögliche über dieses Kamerasystem erzählt habe. Alle möglichen Vorzüge, Nachteile, Sachen, wo man in der Bedienung aufpassen muss und so weiter und so fort. Das war nachher irgendwie an die 2 Stunden Content. Und ich habe das nicht hochgeladen, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich als Video total unzweckmäßig. Keiner schaut sich so ein langes Video an. Ich habe mich jetzt entschlossen, kleine, kürzere Episoden zu machen und euch immer bestimmte Dinge zu erklären und zu erzählen, die vielleicht interessant sind, die ihr vielleicht wissen möchtet, oder wissen wollt, wenn ihr euch mit so einer Kamera beschäftigt. Und wir machen das einfach in kleineren Abschnitten, dann ist es portionsweise in besseren, besser zu anzuschauenden Häppchen verpackt und ist für euch besser und ihr kriegt dann in einer gewissen Regelmäßigkeit auch von mir was. Und das ist ja auch nicht schlecht, ne? Also heute soll es mal um so einen Überblick gehen über diese Kamera hier. Ich selber habe ja Fotoingenieurwesen studiert und mich damals relativ auf die Schwarz-Weiß-Fotografie spezialisiert. Dann habe ich lange Zeit nur digital fotografiert und jetzt beschäftige ich mich seit einiger Zeit wieder mit analoger Fotografie und also eigentlich hauptsächlich arbeite ich entweder mit der Hasselblad oder eben mit der Großformatkamera. In meinem Fall ist das in den meisten Fällen eine Linhof Technica, aber auch eine seit einiger Zeit noch eine Plaubel Großformatkamera auf optischer Bank. Zu den Vorzügen der analogen Fotografie werde ich euch in einem anderen Zusammenhang mal irgendwann was erzählen. Heutzutage, also jetzt heute bei dem Video soll es darum gehen, im Prinzip eine grundsätzliche Vorstellung des klassischen Hasselblad-Systems. Was sind die Vorzüge, was sind die Besonderheiten daran und ein bisschen was, wie ist die Bedienung. Und ich mache dann einzelne Videos noch über zum Beispiel über die verschiedenen Objektivserien, über die einzelnen Objektivsorten oder was gut ist, was schlecht ist, über Makrofotografie in Verbindung mit dem entsprechenden automatischen Balkengerät, über Film einlegen und über allen möglichen Kram. Da kann ich euch ganz viel drüber erzählen, aber heute, wie gesagt, soll es ein Überblick sein. Also, die 500cm, die klassische Hasselblad, was ist das Besondere daran? Erstmal ist es natürlich eine besonders hochwertige Kamera, ne? Das ist jeder, der davon gehört hat oder sich damit ein bisschen was auseinandergesetzt hat, weiß es. Die Dinger sind nicht ohne Grund auf dem Mond gewesen und es sind sehr hochwertige Zeiss-Objektive. Das ist einfach schon so mit das Beste gewesen, was man im Mittelformatbereich damals in der Zeit, als diese Kameras viel professionell eingesetzt wurden, zur Verfügung hatte. Aber es gibt eben ein paar konstruktive Besonderheiten bei diesem System, die ich jetzt hier erläutern möchte. Das Besondere ist eigentlich daran, dass ich ein voll modulares System habe, was eine einäugige Spiegelreflexkamera ist, die allerdings Wechselobjektive hat und Wechselrückteile hat und eine Zentralverschlusskamera ist. Und das ist ein bisschen was das Außergewöhnliche daran. Also ein echtes einäugiges Spiegelreflexsystem zu haben in Kombination mit Zentralverschlüssen und Wechselobjektiven. Das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert. Das liegt daran, dass ich um ein Spiegelreflexsystem zu haben, habe ich hier einen Schwingspiegel in der Mitte in der Kamera drin. Sonst wäre es kein einäugiges Spiegelreflexsystem. Ich habe in dieser Kamera zusätzlich hier hinten vor der Filmebene auch noch einen Hilfsverschluss und ich habe meinen eigentlichen Verschluss, der die Belichtungszeit begrenzt, sitzt in derselben Ebene wie die Blende im Objektiv, zwischen den Hauptebenen im Objektiv. So, und diese ganzen Sachen müssen synchronisiert werden. Und das ist eine relativ komplexe Sache. Das funktioniert bei der Hasselblad über diese Welle, die hier unten ist. Ich habe hier unten drin so eine kleine Welle, die greift hier beim Objektiv hier auf diese Welle rein, wenn ich das Objektiv ansetze.
Und über diese Welle werden die verschiedenen Abläufe miteinander synchronisiert. Und das ist eben ein bisschen was komplizierter. Das kann auch mal zu Problemen führen. Da gibt es also immer mal wieder Kameras, die dann irgendwo, wo irgendwas dejustiert war und dann nicht richtig auslöst. Das habe ich jetzt gerade selber noch vor kurzem gehabt mit meinem Balgengerät. Aber wie gesagt, im Normalfall läuft das System, wenn alles in Ordnung ist, sehr, sehr zuverlässig. Mal ganz kurz, das ist halt wie gesagt ein komplett modulares System. Das heißt, ich habe hier hinten mein Rückteil. Das ist jetzt hier ein normales A12-Magazin für Rollfilm. 6x6, 12 Aufnahmen. Dann habe ich hier natürlich, wie eben schon gezeigt, das Objektiv, was ich absetzen kann. Das ist jetzt hier in dem Fall das 100 mm Planar. Dann kann ich natürlich den Sucher abnehmen, den Lichtschachtsucher. Ich habe hier oben meine Mattscheibe. Das ist jetzt in dem Fall die Acute Matt. Das ist also die hochwertige Einstellscheibe von Hasselblad. Und dann kann ich jetzt hier auch noch, ich mache die jetzt mal direkt wieder rein, bevor die mir hier nachher runterfällt, kann ich hier auch noch die Kurbel abnehmen. Das ist allerdings jetzt hier tatsächlich eigentlich. Moment. Abnehmen ja, aber dran machen ist dann wieder was anderes. Haha. Moment, auf den kleinen Pfeil muss ich. So, jetzt ist wieder dran. Mache auch den Sucher wieder rein, dann wird nämlich die Mattscheibe wieder verriegelt. Das ist halt, wie gesagt, die Kurbel. Weiß nicht, warum man die abnehmen soll. Jetzt habe ich hier im Prinzip meinen einfachen Würfel, der hinten einen Hilfsverschluss hat. Das ist hier einfach so ein Scheunentorverschluss und innen drin mein Spiegel hat und meine Mattscheibe hier oben. Wenn ich die jetzt auslöse, dann kann ich da durchgucken, dann geht die Klappe auf und so kann ich das wieder spannen. Wichtig erstmal, bei der Hasselblad gibt es ein paar Besonderheiten. Der Grundzustand dieser Kamera ist immer der gespannte Zustand. Ich weiß, dass viele Leute ihre alten Kleinbildkameras oder so zum Beispiel auslösen und dann nicht spannen, bevor sie irgendwie für Monate lang in den Schrank legen, weil es eine Angst gibt, eine nicht immer ganz unberechtigte Angst gibt, dass die Federn da drin ausleiern und dass also ein gespannter Verschluss oder eine gespannte Spiegelmechanik irgendwann nicht mehr so wirklich funktioniert, weil die ständig gespannten Federn da drin dann irgendwann ausleiern. Das ist tatsächlich bei der Hasselblad anders. Der Grundzustand ist immer die gespannte Kamera. Das heißt, ihr solltet euch immer angewöhnen, nach dem Auslösen sofort die Kamera wieder zu spannen. So, jetzt war tatsächlich der Akku leer. Aber die Kamera läuft wieder. Also wie gesagt, ich habe euch gerade eben erzählt, Grundzustand bei der Hasselblad ist der gespannte Zustand. Es liegt daran, dass ich auch keinen Rückschwingspiegel habe. Das heißt, wenn ich die Kamera auslöse und runtergehe, dann geht zwar hinten der Hilfsverschluss wieder zu und der Kameraverschluss ist dann auch längst zu, aber der Spiegel bleibt hochgeklappt. Das heißt, ich muss sowieso erstmal wieder die Kamera spannen, um im Sucher wieder was zu sehen. So viel dazu. Und bei der Hasselblad ist es auch wirklich sehr, sehr ungesund und man sollte sich das nicht machen, dass man irgendwie nicht gespannte Parts an gespannten Parts oder an nicht gespannten Parts ansetzt. Also grundsätzlich mal, wenn ich ein noch nicht transportiertes Magazin an einen transportierten Body ansetze, dann kriege ich eine Doppelbelichtung. Das kann ich mal machen, wenn ich das möchte. Andersrum ist es natürlich auch so, dass ich, wenn ich es andersrum mache, praktisch ein Leerbild habe, weil dann der Film tra zweimal transportiert wird. Ne? Das sollte man natürlich auch vermeiden. Und bei den Objektiven gilt eben auch, dass die Welle hier unten nur dann in der Position ist, wo ich das ansetzen kann, wenn sowohl das Objektiv als auch die Kamera gespannt sind. Also das ist ganz wichtig. Da solltet ihr generell immer drauf achten. Wenn das Objektiv zugefallen ist und der Verschluss nicht offen ist, dann kann man mit einer Münze hier unten in der Pfeilrichtung das Objektiv vorsichtig spannen, bis es einrastet und dann kann man es auch wieder ansetzen. Dabei muss man natürlich extrem vorsichtig sein, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man da irgendwie mit der Münze oder mit dem Schraubenzieher oder was auch immer man verwendet, abrutscht und sich die Rücklinse verschrabbelt. Das ist wirklich richtig ärgerlich, ne? Deshalb seid dabei vorsichtig, macht das mit ganz behutsam, mit viel Gefühl, dann funktioniert das auch. Und ich übernehme keine Haftung. Also wenn hier jetzt irgendjemand seine Kamera oder seine Rücklinse oder sonst was deswegen schrottet, lasst im Zweifelsfall lieber die Finger davon. Ne? Aber so geht's halt. Dann kann man, wie gesagt, das hier ansetzen.
Ich möchte euch gerade was erzählen zu dem grundsätzlichen Ablauf, was in so einer Kamera passiert, wenn ich auslöse. Ich muss erstmal den Schieber rausziehen. Wenn ich den Schieber rausgezogen habe, dann habe ich hinten im Prinzip hinter dem Hilfsverschluss meinen Film freigegeben. Und dann ist auch die Kamera entriegelt, weil bei eingeschobenem Schieber ist die Kamera automatisch verriegelt, sodass ich nicht auslösen kann. Und wenn der Schieber draußen ist, kann ich die Kamera normal auslösen und spannen. Jetzt, was passiert in dem Moment, wenn ich auf den Auslöser drücke? Das ist nämlich ganz spannend. Wenn ich den Auslöser runterdrücke, das Erste, was passiert, ist, dass durch die Nocke, durch diese Welle, die sich da dreht, die dreht sich im Prinzip in einzelnen Schritten immer weiter und durch den Drehwinkel, der da ist, werden diese entsprechenden Schritte alle miteinander synchronisiert. Das Erste, was passiert, ist, dass im Verschluss, im Objektivverschluss, der Zentralverschluss, der hier drin ist, der fällt zu. Das heißt, der ist ja jetzt voll geöffnet, die Blende ist auch voll offen, weil ich habe damit ich mit offener Blende sauber fokussieren kann und ein helles Sucherbild habe, ist die Blende voll geöffnet und der Verschluss offen, weil sonst sehe ich nichts. Das heißt, der erste Schritt ist, nach dem Auslösen, dass der Objektivverschluss zufällt und gleichzeitig das Objektiv auf Arbeitsblende abgeblendet wird. Das heißt, auf den Wert, den ich hier vorne eingestellt habe, wird die Blende auch geschlossen und der Verschluss fällt zu, sodass hier vorne lichtdicht ist. Nachdem der Verschluss geschlossen ist oder gleichzeitig auch im Prinzip beim Auslösen im Prinzip auch sofort klappt der Schwingspiegel nach oben. Der Schwingspiegel gibt, wenn er hochgeklappt ist, den optischen Weg frei, sodass nachher das Licht auf den Film fallen kann, weil der darf natürlich da nicht im Weg sein, das ist ja klar. Gleichzeitig dichtet der Schwingspiegel auch nach oben hin das Kameragehäuse ab. Weil hier oben ist ja die Mattscheibe drin und im Prinzip kann ja ansonsten hier von oben in das Kameragehäuse Licht reinfallen. Das heißt, es muss von oben auch abgedichtet werden. Das passiert auch durch den Spiegel. Wenn der Spiegel oben ist und der Verschluss zu ist, dann erst, und das ist ganz wichtig, dass das eben richtig synchronisiert ist, dann erst öffnet sich hinten der Hilfsverschluss. Wenn der Hilfsverschluss offen ist, ist im Prinzip der Lichtweg zum Film freigegeben. So, danach wird wieder synchronisiert über die Welle der Verschluss getriggert. Dann läuft die Verschlusszeit ab. Der Verschluss geht also auf und geht nach der eingestellten Verschlusszeit wieder zu, bei der mittlerweile ja geschlossenen Arbeitsblende. So, und danach ist erstmal der Belichtungsvorgang abgeschlossen. Und wenn ich jetzt mit dem Finger vom Auslöser runtergehe, in dem Moment schließt sich hinten in der Kamera der Hilfsverschluss. So, dann ist diese Sequenz fertig. Wenn ich jetzt die Kamera wieder neu spanne danach, dann passiert Folgendes. Der Schwingspiegel klappt wieder runter, der Verschluss wird wieder geöffnet, die Blende wird wieder geöffnet und Verschlussmechanik, Spiegelmechanik und so weiter wird neu gespannt. Und dann ist ein Turnus im Prinzip gemacht. Gleichzeitig wird natürlich beim Transport, beim neuen Aufzug der Kamera auch noch der Film weiter transportiert. Das ist ja klar, ne? Das geschieht hier hinten über ein Zahnrad-System ist das angekoppelt. Dann ist ein kompletter Durchgang im Kasten. Und wir haben die Aufnahme gemacht. Also ihr habt jetzt irgendwie, ihr habt gesehen, das Ganze ist nicht ganz einfach, weil es eben verschiedene Sachen sind im Objektiv, in der Kamera, die miteinander genau synchronisiert werden müssen und in der richtigen Zeitabfolge passieren müssen. Ansonsten funktioniert das System nicht richtig, ne? So, das Ganze hat ein paar Konsequenzen. Zum Beispiel ist es bei der Hasselblad sehr wichtig, dass man bei langen Verschlusszeiten lang genug auf dem Auslöser drauf bleibt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier ich mache das jetzt einfach mal, ich stelle mal eine Sekunde ein. Jetzt hört ihr hier, wie der Verschluss läuft. Und zack, jetzt ist er wieder zu. Und jetzt, wenn ich vom Auslöser runtergehe, geht der Hilfsverschluss zu. Was ich nicht machen darf, ist da drauf drücken, runtergehen. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, ich bin in einer kürzeren Zeit als einer Sekunde vom Auslöser runtergegangen. Das heißt, bevor der Verschluss hier die Belichtung beendet hat, ist mein Hilfsverschluss schon zugefallen, weil ich vom Auslöser runtergegangen bin. In dem Fall kriege ich nicht nur eine
wahrscheinlich eine ungleichmäßige Belichtung, weil der Hilfsverschluss hinten am Rand anfängt und dann langsam zur Mitte hinzugeht, sondern ich kriege einfach auch eine verkürzte Belichtung, ne? Weil der eben nicht diese eingestellte eine Sekunde dann meine wirkungsvolle Belichtungszeit ist, sondern nur die Zeit vom Öffnen des Verschlusses bis hinten das Scheunentor zufällt. Und das muss ich natürlich vermeiden. Deshalb ist es so, dass bei der Hasselblatt man aufpassen muss bei langen Verschlusszeiten, dass man lang genug auf dem Auslöser drauf bleibt, bis der Verschluss wieder zu ist. Das ist der Grund übrigens, weshalb hier bei den Zeiten von einer bis zu Viertelsekunde auf dem Verschlusszeitenrad so eine rote Linie ist. Die soll euch daran erinnern, dass ihr den Verschluss lange genug offen, also den Auslöser lange genug gedrückt haltet. Übrigens, Fun Fact hierbei: Die Hasselblatt SWC hat diesen Strich auch, obwohl es bei der keine Rolle spielt, weil es keine Spiegelreflexkamera ist, sondern eine reine Sucherkamera. Aber da ist, weil es eben auch ein CF-Objektiv ist, oder ein C- oder CF-Objektiv, es spielt eigentlich keine Rolle, aber gilt für alle Objektivarten. Aber das ist dieselbe Objektivfassung und die hat lustigerweise diesen Strich da auch drauf, obwohl es für diese Kamera absolut unerheblich ist. Genau, so viel dazu. Was dann vielleicht noch ganz interessant ist, so eine Kamera mit einem relativ großen Spiegel hat einen relativ hohen Spiegelschlag. Das heißt, der Spiegel klappt hoch, das bringt die Kamera in Vibration, was man bei einer Aufnahme vermeiden möchte. Und was natürlich vor allen Dingen wenn man jetzt nicht mit Blitzlicht arbeitet und mit kritischen Zeiten ist, irgendwo im Bereich Achtelsekunde, Viertelsekunde, vielleicht Fünfzehntelsekunde, ist das blöd, weil dann schwingt die Kamera gerade eben in dem Bereich, wo man seine kritische Belichtungszeit hat, ist die Kamera in gewisse Vibrationen versetzt, was nicht so gut ist. Von daher, klar, wenn man damit im Studio Model-Shooting macht, dann arbeitet man so, ne, und arbeitet mit einer Blitzanlage, das ist alles in Ordnung. Aber wenn man jetzt irgendwie Landschaftsaufnahmen macht, vielleicht im abgeblendeten Bereich ist und Verschlusszeiten hat, die irgendwo eben in diesem kritischen Bereich ist, dann verwende ich diese Kamera eigentlich immer mit Spiegelvorauslösung. Das ist hier unten dieser Auslöser. Da kann ich hier drauf drücken. Jetzt die Kamera vorausgelöst, das heißt, der Verschluss ist zugefallen, der Spiegel ist hochgeklappt, der Hilfsverschluss hinten ist offen. Und in dem Fall, wenn ich dann hier auf den eigentlichen Auslöser drauf drücke, dann kommt nur noch der reine Verschlussablauf. Ne? Und danach natürlich, wenn ich runtergehe, geht der Hilfsverschluss wieder zu. Der Vorteil dabei ist, dass ich dadurch die Vibrationen enorm reduzieren kann. Und zwar ist das gerade bei so einem System, das ist eins der riesengroßen Vorteile von Zentralverschlusssystemen, ist eben, dass ich einen sehr, sehr geringen Verschlussschlag habe. Das hat damit zu tun, dass die Verschlusslamellen, die ich in dem Verschluss habe, die gehen ja konzentrisch von innen nach außen auf. Das heißt, das sind mehrere Lamellen, die ich außen habe, die von innen nach außen beschleunigt werden und dann wieder von außen nach innen beschleunigt werden. Das ist also eine radiale Beschleunigung, die ich habe und keine lineare Beschleunigung wie bei einem Schlitzverschluss. Und der Vorteil dabei ist, dass diese Beschleunigung, die ich habe, dadurch, dass ich die Blendenlamellen konzentrisch nach außen und dann wieder nach innen beschleunige, die kompensieren sich praktisch komplett. Also die heben sich eigentlich völlig auf. Und dadurch habe ich so gut wie keine Vibrationen in so einem Verschluss, wenn wirklich nur der Verschluss abläuft. Wenn ich einen Schlitzverschluss habe, dann habe ich hinten diese Rollos, die werden zur Seite beschleunigt und dann wieder schlagartig abgebremst. Das heißt, ich habe eine gewisse Masse, die seitlich beschleunigt und wieder negativ beschleunigt wird. Und dann kommt der zweite Verschluss und Vorhang macht dasselbe nochmal. Das führt zu Vibrationen. Von daher ist es eben gerade eine vorausgelöste Hasselblatt, da ein sehr, sehr vibrationsarmes Gerät, wo ich also auf diese Art und Weise wirklich die Leistung, die Objektive haben, sehr gut ausschöpfen kann, dadurch, dass ich eben die Vibrationen im Auslösemoment reduziere. Das spielt natürlich auch gerade eine Rolle bei längerbrennweitigen Objektiven. Das ist jetzt bei einem super Weitwinkel, vielleicht nicht so, wenn ich da jetzt ein 50er Objektiv oder sowas drauf habe, spielt das natürlich keine so eine große Rolle. Aber wenn ich irgendwie mit einem 180er, 250er oder sowas arbeite, dann schon eher, ne? Genau. Das dazu gesagt,
Ja, was kann man sonst noch sagen? Ich denke, die ganzen anderen Sachen, die werde ich dann, das meiste werde ich in anderen Videos reinpacken. Vielleicht noch ganz kurz hier. Wir haben natürlich einen Lichtschachtsucher, wo wir von oben reingucken. Ich habe hier eine Ausklappsupe. Was habe ich gesagt? Eine Ausklapplupe. Und so kann ich natürlich hier dran gehen und kann hier auf der Mattscheibe wirklich präzise scharf stellen. Wenn ich aus größerer Entfernung anschaue, kann ich mir das Mattscheibenbild von oben angucken, was meiner Meinung nach eine sehr schöne Sache ist, um ein Bild aufzubauen oder eben ein Bild zu komponieren, weil ich mit meinen beiden Augen auf die Mattscheibe sehen kann und wie ein fertiges Bild vor der Nase habe und nicht diesen Einblickeffekt habe, der irgendwie eher so wirkt, wie wenn ich in ein Fernrohr reingucke. Also deshalb mag ich Lichtschachtsucher auch sehr gerne. Was natürlich gewöhnungsbedürftig dabei ist, ist, dass man wie bei jedem Lichtschachtsucher natürlich ein seitenverkehrtes Bild hat. Das ist eine Sache, die einen wahrscheinlich am Anfang in die zur Weißglut bringt. Aber das ist tatsächlich eine Gewöhnungssache und wenn man das ein bisschen was gemacht hat, gewöhnt man sich da sehr schnell dran. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu diesem System? Es ist echt sehr lange kompatibel hier in dem Fall jetzt. Ist eine Kamera, die Kamera, das Gehäuse hier selber ist ich glaube, aus den frühen 70ern. Ich glaube, die ist sogar von 1970 oder so, der eigentliche Body. Das Objektiv hier ist aus den 2000ern, glaube ich, oder so etwa um die Jahrtausendwende rum. Also da liegen irgendwie 3 Jahrzehnte dazwischen und das ist alles irgendwie miteinander kompatibel. Auch die Einstellscheibe ist viel neuer, die da drin ist. Der Sucher ist auch neuer. Das Rückteil hier ist ich glaube, aus Mitte der 70er Jahre. Die Kurbel ist auch neu. Also es ist tatsächlich alles irgendwie austauschbar und über einen langen Zeitraum kompatibel gewesen. Ja. Für mich ist das immer noch die richtige Hasselblatt. Also es gibt ja das H-System. Als das H-System rauskam, hat Hasselblatt das hier in V-System umbenannt. Heute gehört Hasselblatt zu DJI und baut irgendwie kleine Kameras, die an Drohnen dran sind. Das nennt sich alles Hasselblatt, aber das ist natürlich, das H-System sind Fuji-Kameras. Und was an den Drohnen jetzt unten dran ist, sind natürlich irgendwie moderne digitale Action-Kameras oder so. Das hat alles nichts mehr damit zu tun. Also für mich ist immer noch, wenn ich von der Hasselblad rede, dann ist das, was heutzutage V-System heißt. Das ist einfach die in Schweden gebaute Klassikerin. Ne? Und das andere ist für mich nicht wirklich eine Hasselblad. Aber gut, das kann man sehen, wie man will. Genau. Es werden jetzt noch ein paar weitere Tutorials kommen zu den unterschiedlichen Objektiven und Objektivreihen zum Beispiel. Und Film einlegen vielleicht noch ganz kurz. Ich habe hier noch ein paar Minuten. Beim Film einlegen ist es ganz, da gibt es auch ganz viele Tutorials drüber. Man muss die Spule von hier nach da drüben machen. Also hier an der Stelle, wo hier oben dieser Nupsi dran ist, da kommt die leere Spule hin. Hier kommt dann der neue Film rein. Was ganz wichtig ist und was viele Leute falsch machen, ist, der Film muss hier unter dieser Lasche durchgeführt werden. Das ist ganz elementar wichtig. Das kann ich so machen, indem ich hier hinten das Ding abdrehe. Das muss ich so klappen, dass hier ein Spalt drunter frei ist und dann wird der Film hier drunter durchgeführt. Ganz wichtig. Und hier aufgewickelt. Und dann muss ich hier, ich habe hier einen Pfeil, da muss ich so lange hier aufwickeln, bis die Pfeilmarkierung auf dem Film dem Pfeil hier gegenüber steht. Und dann muss ich das Ding hier wieder zur Seite drehen, dann wird der Film hier geklemmt und dann kommt das Ding rein und dann spule ich hier bis auf 1 vor. Und dann stoppt das beim Automatikmagazin und dann bin ich startklar. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil da gibt es wahrscheinlich 100.000 andere Videos auf YouTube und wie man Film in der Hasselblad einlegt, ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Deshalb muss ich euch das jetzt hier nicht nochmal noch ausführlicher erklären. Eine Sache vielleicht noch, die Schieber kann man so rum und so rum reinmachen, die sind spiegelidentisch, aber die haben hier so einen kleinen Wulst. Ich habe mir angewöhnt, das immer so zu machen, dass man den Wulst nach oben macht, also nach vorne macht, Richtung Kamera macht.
Man tendiert vielleicht dazu, den Schieber andersrum reinzumachen, weil man dann denkt, dann ist das hier oben smooth und flush und nicht mehr hubbelig. Das ist aber eigentlich scheiße, weil wenn ich jetzt den Einsatz hier rausnehmen will, dann bleibe ich da immer am Schieber hängen und ziehe den Schieber ein Stück raus. Also das ist eigentlich nicht so gedacht und nicht so gut, obwohl es genauso abdichtet. Aber der Schieber kommt eigentlich so rum rein, dass der Wulst nach oben ist. Ja, was gibt's sonst noch? Ach so, eine Sache noch. T-Stellung. Die alten Kameras, die alten Hasselblads, wie jetzt die hier, die haben eine T-Stellung noch hier dran. Das ist eine sehr gute Sache. Das wurde später gedingst. Also die neueren Kameras haben das nicht mehr. Die T-Stellung hat einen riesen Vorteil, weil in Verbindung mit den alten Objektiven, mit den C-Objektiven, das hier ist jetzt keins, aber die C-Objektive, die haben ein eingebautes Vorlaufwerk, also einen Selbstauslöser. Und um den Selbstauslöser an der Hasselblad zu verwenden, brauche ich diese T-Stellung. Weil nur mit der kann ich meinen Hilfsverschluss und meinen Spiegel, der Spiegel bleibt eh oben, aber den Hilfsverschluss offen halten. Das heißt, ich kann mit den neueren Kameras die Vorlauffunktion an den C-Objektiven nicht verwenden. Jetzt denkt man sich, Hasselblad macht man jetzt im Normalfall keine Selfies mit und wozu brauche ich einen Selbstauslöser? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Selbstauslöser kann eine Riesenhilfe sein, wenn ihr euren Drahtauslöser vergessen habt oder wenn ihr mal irgendwo in der Situation seid, wo ihr die Kamera berührungslos auslösen wollt und nicht an den Auslöser packen wollt, um die Kamera nicht zu verreißen. Selbst wenn ihr mal aus der Hand fotografiert, kann es einfacher sein oder besser sein, wenn ihr scharfe Aufnahmen hinkriegen wollt, den Selbstauslöser arbeiten zu lassen und euch wirklich mit euren Händen irgendwo abzustützen und zum Beispiel euch darauf zu konzentrieren, dass ihr die Kamera möglichst ruhig haltet. In dem Moment, wenn ihr auf den Auslöser drückt, verzieht ihr immer die Kamera ein bisschen was. Und wenn ihr so einen kritischen Moment habt, dann ist es hilfreich, die Kamera eben mit einem Selbstauslöser auszulösen. Und das können halt die alten Kameras, die noch die T-Stellung hier haben, in Kombination mit den alten C-Objektiven. Natürlich könnt ihr einen Drahtauslöser da reinhängen bei einer moderneren Kamera und dann seitlich mit dem Schräubchen das feststellen. Das funktioniert auch, ne? Dann könnt ihr das auch mit einer neueren Kamera machen. Eine Sache noch, und dann höre ich auf. Natürlich ist es so, dass wenn ihr mit der Kamera Blitze synchronisiert, dass ihr den Blitzsynchronanschluss verwendet, der am Objektiv ist. Weil das hier ist euer Kameraverschluss, der eure Verschlusszeit bestimmt. Das heißt, der Synchronanschluss ist hier am Objektiv. Jetzt gibt es einige alte Kameras, so wie die hier auch. Das ist eine alte, wie gesagt, eine alte von 1970 etwa. Die alten Hasselblads haben noch hier einen Synchronanschluss dran. Dieser Synchronanschluss, der ist auf den Hilfsverschluss synchronisiert. Den dürft ihr auf keinen Fall verwenden, wenn ihr mit normalen Objektiven arbeitet, um da euer Blitzgerät anzuschließen. Das funktioniert einfach nicht, dann habt ihr einfach nur blanke Aufnahmen ohne was drauf. Weil in dem Fall löst das Blitzgerät aus, wenn der Hilfsverschluss offen ist und noch bevor der Verschluss hier geöffnet wird. Das heißt, das endet in unbelichteten Aufnahmen. Dieser Anschluss hier macht Sinn. Tatsächlich hat der Holger, der damals bei Hasselblad in der Werkstatt gearbeitet hat, hat mir den stillgelegt. Und ich muss das irgendwann voll diesmal wieder rückgängig machen, weil tatsächlich für wissenschaftliche, technische Aufnahmen, wenn ihr beispielsweise mit irgendwelchen anderen Objektiven oder am Mikroskop oder sonst was arbeitet, macht das durchaus mal Sinn, hiermit einen Blitz zu synchronisieren zu können. Aber es ist natürlich eine große Gefahr, wenn man das nicht weiß, weil dann steckt man unter Umständen hier sein Blitzgerät ein. Bei jeder Aufnahme blitzt das Ding fleißig mit und ihr fühlt euch in Sicherheit, dass alles in Ordnung ist und im Nachhinein habt ihr nachher einen komplett blanken Film, weil die Synchronzeit nicht stimmt. Ne? Das ist also tückisch, da muss man also aufpassen. Also Blitzsynchronkabel gehört hier vorne ans Objektiv. Und in dem Zusammenhang gerade noch bei den alten Objektiven gibt es die Möglichkeit auch noch die Synchronzeit umzustellen zwischen M- und X-Synchronisation. Da müsst ihr genauso vorsichtig sein. Heutzutage hat man praktisch nur noch Elektronenblitz im Einsatz. Und wenn ihr jetzt so ein Blitzgerät mit M-Stellung synchronisiert, dann passiert was Ähnliches, weil M ist die Blitzsynchroneinstellung für alte
alte was waren das, diese Magnesiumblitze oder sowas, die man früher hatte, also diese abbrennenden Blitzlampen, die man hatte, bevor man einen Elektronenblitz hatte. Das heißt, der M-Synchronimpuls kommt vor dem X-Synchronimpuls. Also der X-Synchronimpuls ist für Elektronenblitzgeräte gedacht, also für Studioblitzanlagen oder sonst was. Und der wird ausgelöst in dem Moment, wenn der Verschluss voll geöffnet ist und der Blitz reagiert sofort. Ein M-Kontakt schließt vorher, weil so ein alter Blitzpulverblitz einfach eine Zeit lang brauchte, bis das komplette Zeug entzündet war und erst später seine volle Helligkeit hatte. Deshalb wird er vorher ausgelöst. Und wenn ihr jetzt, ich habe das mit meinen Großbildobjektiven neulich noch versehentlich gemacht, wenn ihr dann Aufnahmen macht und das Objektiv auf M stehen habt, dann habt ihr auch unbelichtete Aufnahmen nachher, was sehr ärgerlich sein kann. So viel zu der Hasselblad 500 cm, und die anderen Sachen gibt es dann irgendwo in anderen Videos. Viel Spaß und abonniert meinen Kanal und macht es gut. Bis dann und bleibt vor allen Dingen gesund. Macht's gut. Tschüss. Euer Salossi.